Text noch weg. Guten Abend, meine Damen, Herren und Dinge. Wir fliegen ein bisschen. Zumindest mal eine Mission. Gucken wir mal, wie es läuft. Sitzungen anzeigen, bitte. Was hätten wir hier? Die ist gleich zu Ende. Ach, dieses Rumgehüpfe geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Russland, Russen, 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 Russen. Da bin ich mit. Nein, nein. Die sieht doch nicht schlecht aus. Behalten wir uns mal im Hinterkopf, dass das hier so rumspringt. Das nervt gerade ein bisschen. Nein. 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 Die halten wir uns im Hinterkopf. Nein. Ja, warum nicht? Yep, heute wieder Höhenflüge. Und hallo, Wensan. Ich hoffe, mit dem Queen T-Shirt, mit dem grünen T-Shirt tut es auch. Dong. Alles durch den Fortwind, alles durch den Fortwind. Schaut über den Kopf ziehen, ja, das könnte euch so passen. Das Cockpit ist ein bisschen scheiße. Ist ja gut, Flak. Ganz ruhig. Ja, du hast mich gefunden. Schön.
Da war doch gerade noch. Nee, das setzt schon zur Landung an. No risk, no fun, no tum tum tum. Geduld, Geduld. Das war Dummheit. Das war Dummheit. Ups. Nicht gut, nicht gut. Ah, gut, Freund. Ich glaube, wir machen einen kurzen Bombrun auf die Fabrik und dann verpissen wir uns wieder. Ja, nicht ganz so tief.
Da oben rechts wird ge links wird geschossen. Really? In der Höhe? Fickt euch doch ins Knie. Der Urlaubssimulator, genau. Hallo Sepp. Irgendwo hier muss eine Fabrik sein. War eine Fabrik, na toll. Toll, tolle Show, wirklich ganz tolle Show. Kann ich jetzt nachvollziehen, warum ich nur so rage, wenn ich nicht mit VR spielen kann? Immer ein Kamikaze ran.
Du meinst die, die Handdinger? Ja, die sind auch nett. Na toll, jetzt ist da eine neue Basis. Ich werde mir auf jeden Fall das Star Trek für VR kaufen. Und Lost irgendwas, so auch so ein Adventure-Ding. Die zwei Dinge werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Und nach der Gamescom dann wahrscheinlich auch zocken im Stream. Ja, die Spiele machen Spaß. Aber am krassesten merkt man halt wirklich den Unterschied zu Spielen, wo man normalerweise schon ohne VR gespielt hat, wo es natürlich die VR auch Sinn macht, wie zum Beispiel Flugsimulatoren oder Autorennspiele, wo man plötzlich feststellt, dass es komplett was anderes. Ja, das hier steht auch auf der Liste, Van. Komm, der übersieht mich, er wollte mich übersehen. Bin ich auf dem Russen-Server gelandet? Ping 86, naja, geht. Ja, bei War Thunder hast du halt noch ein anderes Gefühl. Da hast du plötzlich das Höhengefühl noch dazu. Wo zum Henker? Wo ist hier bitte schon die Landebahn?
Da. Ah, zu langsam, zu langsam, zu langsam. Warum schießt die Flak? Irgendeine, der Flak schießt. Was? Achso, ich dachte gerade. Nach da? Ja, das da, feindlich, böse. Dass die da immer reparieren müssen, ich bin doch sauber gelandet. Huch. Ich glaube, da kommen Zelte, da kommen Zelte, da kommen Zelte. Ja. Machen den Flug, den Propeller trotzdem kaputt. Nicht nett, nicht nett. Na klar, da oben jetzt. Ihr mich auch. Boom! Bisschen nach oben. Gut, so. Zu früh hochgezogen, Scheiße. Ich depp.
zum Ethan Vector. Da ist die Fabrik. Ist jetzt ein bisschen untypisch der Anflug. Oh mein Gott. Es ist ein Anflug. Okay, wir haben den ersten feindlichen Flughafen schon fast erledigt. Das eigentlich interessante wäre, Moment mal, was? 0,9 Tonnen, naja. Also ein großer Bomber war das nicht. Wer oder was kämpft da?
Kreis unsere Basis an. Sofort die Verteidigung verstärken. Dumme Idee, dumme Idee, dumme, dumme Idee. Oder so. Boah. Heckschütze regelt und ich bin irgendwie gelandet. Es hat sich also doch gelohnt, auf den Heckschützen zu skillen bei den Dingern. Weil ich sag mir, warum muss ich den Piloten bei so einem Ding hier, oder auch bei den Bombern, warum sollte ich den Piloten skillen? Da macht doch der Bordschütze viel, viel, viel mehr Sinn. Aber das war kein Bombenangriff, das war... Warum habe ich die, wenn die schon voll ausgelöst... Ne, die ist noch nicht voll. Die ist noch nicht voll. Aber vom Bombload ist er voll, okay. 28 mal 50 und 4250. Ob ich das Ding starten kann? Da würde ich fast sagen, wir machen einen Bomben gegen den Flughafen, oder? Da muss ich allerdings Anlauf nehmen mit dem Ding. Huch. Dann regeln wir das Ganze nämlich ein wenig anders. Die feindliche Basis wurde zerstört. Jetzt ist uns der Sieg sicher. Ich sollte vielleicht genau. Also auf anderen Landebahnen hätte ich da meine Probleme gehabt. Leck die Welt am Arsch. Das Ding ist ein bisschen beladen. Achtundzwanzig mal 50. Und 4250 Kilogramm Bomben. Ja, das ist viel.
Da wird man einen großen Bogen fliegen müssen. Und hoffen, dass wir ankommen. Hallo Mary, willkommen im Stream. Genug gesalzen oder nur kurze Salzpause? Boah, ich kann da gar nicht in der Höhe, wo ich sage, boah. Geht nebenbei weiter, war klar. Was? Ich bin doch... Boah! Dieses Spiel. Hauptsache, wir steigen. Mich würde interessieren, wie hoch die Wolkendecke ist. Das Dumme ist, ich fliege jetzt genau am Schlachtfeld vorbei. Was natürlich den Verdacht offenlegt, dass mich jemand sieht. Es sieht mich schon jemand. Ah, freundlicher Bomber. Okay, freundlich, freundlich. Freund oder Feind? Okay, Schlacht ist vorbei. Die Frage ist, ist die Wolkendecke auch über dem Flughafen? Da habe ich verschissen. Ich befürchte, die Wolkendecke ist beim Flughafen auch noch so hoch.
Ja. Schwenken wir mal ein bisschen rein. Schöne Aussicht. Bisschen neblig heute. Nebelscheinwerfer habe ich leider keine. Morgen, Brisa! Wie geht's dir? Wie geht's, Mini-Troll? Wie geht's, Ciao? Uah, zu schnell. Uah. Warum? Mist. Migräne weg. Okay, das freut mich zu hören. Was ich hier gerade versuche, ist das Flugzeug zu trimmen. Für den Bombwan und ich bin komplett falsch. Uiuiui. Ich muss unter die Wolkendecke leider. Das ist eine gute Höhe. Jetzt müssen wir wieder trimmen. Boah, ich bin seitlich vom Flughafen. Scheiße, bin abgedriftet. Asbach-Uralt-Flugsimulator. Ja, die Cockpits von den Bombern sind leider nicht besonders schön gemacht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da sind sie noch am Arbeiten. Wo ist der scheiß Flughafen? Fuck.
Ist er das schon? Ja, das ist er. Oh, ich bin viel zu schnell. Das wird ein scheiß One. Das wird ein scheiß One. Total verkackt, total verkackt, total verkackt. Wow. Nein, 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 nein. Ich hab. Oh. Der spielt Zweiter Weltkrieg. Das ist Zweiter Weltkrieg. Na, immerhin eine Tonne hat getroffen. Der Rest war irgendwie so mehr. Und die Flak hat's mir gerade ordentlich besorgt. Leck die Welt am Arsch. Ich war zu stark beschädigt von der Flak schon. Der hat zu einfaches Spiel gehabt. Auch. Auch. Es gibt Amis, es gibt, also es gibt sechs Nationen mittlerweile. Es sind die Amis, die Briten und die Russen auf der alliierten Seite und auf der Achsenmächtenseite die Deutschen, Italiener und Japaner. Und da gibt es auch noch Panzer. Also, das ist. Gibt es auch Matches, wo das gemischt ist? Leider haben sie den Modus nicht ganz so toll ausgebaut. Und dann gibt es verschiedene Spielmodi. Oh Mann, wieder ein Jagdflugzeug. Das ist ein. Na toll, das war klar. War Thunder ist eine Mischung. Das ist im Prinzip, du kennst ja sicherlich World of Warships, World of Tanks. Und die haben im Prinzip mit. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Die haben mit Flugzeugen angefangen, also der Flugsimulator-Modus ist der Anfang. Wow, ruhig. Ist der Anfang und dann haben sie Panzer hinzugefügt. Und da gibt es drei Grundspielmodis. Das ist Arcade, also da musst du wirklich schon senkrecht im Boden fliegen, damit du abstürzen kannst. Dann gibt es einen realistischen Modus, das ist so ein Mischmasch-Ding. Und das, was ich gerade fliege, ist Simulation. Ist schon am schwierigsten vom Flugverhalten und so weiter. Aber richtig Simulation ist eigentlich auch der falsche Ausdruck. Also,
Es kommt nah ran, aber es ist erst so der Arcade-Modus von richtigen Simulationsspielen. Und wie du siehst, hier das Cockpit ist schon ein bisschen schöner gemacht. Du siehst auch, wenn ich einen Joystick bewege, dass der Knüppel bewegt wird. Dass, wenn ich Gas hinzufüge, wegnehme, dass sich alles bewegt. Mit VR macht das einen Riesenspaß. Mit VR ist das. Wenn du den Lümmel bewegst, genau, wenn ich den Lümmel bewege. Flugsimulations, also dieses Spiel mit VR geht auch, ich kann es bloß nicht streamen, weil der Second Screen sieht scheiße aus. Da hast du diese zwei verzerrten Bilder links und rechts nebeneinander. Das ist nicht streambar. Ich habe es mal versucht, aber es ist einfach nicht streambar. Deswegen quäle ich mich jetzt hier sozusagen im altmodischen Stil. Oh, was ist das? Der hat mich doch nicht gesehen, oder? War ein Deutscher, na toll. Man sieht es auch an meiner Abschussrate, also mit VR ist meine. Hallo Orgi! Also mit VR ist meine Abschussrate um einiges höher. Und es ist halt free to play. Da war doch gerade noch. Mist. Hört nix? Wie hört nix? Oh, da hat's geschossen. Ach, du hast Ton aus. Wieso hörst du dann meine Frage? Also, ciao, wenn dir solche Flugsimulationsspiele gefallen und du auch momentan nicht die Lust hast, viel Geld zu investieren, dann kann ich War Thunder empfehlen. Es ist ein bisschen salzig, weil klar, es ist free to play. Also, es ist nicht hundertprozentig realistisch, was das Balancing angeht. Also, es kann dir schon passieren, dass dir in der BF Ach, du übersetzt simultan. Jetzt Zettel. Scharf nach links ziehen. Okay. Und hallo Boreas, wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen.
Beim Minecraft-Server nicht wundern, ich habe die dünne Map ausgemacht, weil ich im Verdacht habe, dass sie der Grund ist für die schlechte Leistung. Komm noch ein, irgendwo muss noch irgendwas sein zum Abschießen. Ich habe auch Urlaub. 3 Wochen hier. Also das Balancing ist ein bisschen, ja. Es ist nicht realistisch, aber das ist wohl dem, das ist ein Spiel und Free-to-Play geschuldet. Kann die Flak mal aufhören? Ich habe dafür bis Dezember keinen weiteren Urlaub. Wow. Wird heiß hier. Ich habe zu wenig Sprit mitgenommen. Ich habe viel zu wenig Sprit mitgenommen. Du darfst ihn nicht mitnehmen? Boah. Atze! Abend! Ich habe bei WoW den ist World of Warship down oder was? Ja, das habe ich gemacht, dass jetzt alle herkommen können und mir zuschauen. Streamt Ria auch? Serverprobleme, ja gut. Scheiße, ich habe mir aus den Augen verloren, nee, da ist er. Das ist dieses berühmte Der Weg war umsonst. Nee, ausnahmsweise kann ich da nichts dafür.
Ich muss schon sagen, von der BF hört sich der Motor ein bisschen scheiße an. Das hört sich an wie ein Zweitakter, der auf einem Zylinder läuft. Irgendwie. Okay, Wensen. Na, nein. Zielblind, 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 zielblind. Ich Vollpfosten. Das war eindeutig meiner. Meine Fresse, wie kann so blöd sein? Wir haben die Initiative. Oh, das war ein Fehl. Das war ein Fehl. Leck die Welt am Arsch. Okay, hier geht's heiß her, leck die Welt am Arsch. Randale! Kaum ist der Mod weg, schon gibt's Randale. Das ist doch immer das Gleiche mit euch. Da war ich zu schnell und hab die Kurve nicht mehr bekommen, verfluchte Scheiße. Boah, war das peinlich. Sowas wäre mir jetzt mit VR nicht passiert, weil du da bekommst du das Gefühl dafür, wann du auf den Boden kommst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das russische Panzer sind. Na, immerhin einen. Wir haben die feindliche Basis zerstört. Jetzt ist uns der Sieg sicher. Okay. Das Match ist im Prinzip auch gewonnen, weil die haben bald keine Flughäfen mehr, von denen sie starten können.
zurück. Okay, die Landung wird heiß. Das Hörnchen ist gelandet. Da musst du das Spiel schon installieren. Kannst du ja jederzeit machen. Falls jemand einsteigen will, ich bin hier Simulationsschlacht anhalten, Konfrontation Stalingrad, Rang 2. Oder halt nein. Ach, scheiße, zu spät. Weiter so! Dann kann es den Sieg niemand mehr nehmen! Oh, der Bock! Der macht sofort einen Satz in die. Leckt die Welt am Arsch. Da hinten schießt irgendwas. Es ist jetzt halt so im Prinzip, wenn deren Flughäfen alle kaputt sind, dieser rote Strich ist der letzte Flughafen von denen, dann haben sie keinen Startpunkt mehr. Und wenn sie keine Luft haben, dann tickern deren Tickets runter. Im Prinzip ab jetzt. Da, ihr seht, sie machen schon freiwillig Kamikaze, dass es vorbei ist. War keine gute Runde. Vor allem diese zwei Abstürze hätte ich mir sparen können. Also die waren. Also den einen, da hat mich die Flak halt einfach abgerattert. Eigener Teamplatz 3 ist auch nicht schlecht. Zwei Luftziele haben wir zerstört. Einen mit dem Heckgeschütz von der U. Wunderbar. Zerstörte Bodenziele 1, das war ein Panzer gerade eben, Abschusshilfe, das war da, wo ich gerade mit der BF so planlos dran vorbeigeschossen bin. Einen kritischen Treffer mit der Dings habe ich gemacht, 14 Treffer insgesamt, das ist mies. Also gestern habe ich mit der VR gespielt, oder war es vorgestern? Da hatte ich dann nach so einer Runde 64 Treffer. Es ist schon anders. Landung 4, Start 7, ja, wir sind dreimal gestorben. Beziehungsweise zweimal gestorben am Schluss, das war ja mehr.
Stützpunktschaden, das war der Bomb One, 3,94 Tonnen, das ist auch in Ordnung. Stützpunkt zerstört, gibt extra Punkte, wusste ich gar nicht. Schlachtdauer, diese 3 Minuten 46, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Ist das da, wo irgendwo ein Knopf gedrückt wird, das Action ist, oder ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist immer so ein bisschen. Sieg plus. Das hier unten verstehe ich auch noch nicht. Was, das ist irgendwas Neues. Schlachten plus 6 verdiente ohne Belohnung für. Man muss es nicht verstehen. Spielstatistik, also wie gesagt, Platz 3. Ja, aber eigentlich nur wegen dem Bombpants. Die Abschüsse waren mies. Ich würde gern erstmal erforschen, weil eigentlich müssten doch ein Haufen, genau, ja, wir haben die neue BF-109F4 erforscht. Ciao, jetzt kannst du geschwind, wenn du noch da sein solltest, sehen. Also ich muss erst einer auswählen. Wir haben jetzt alles bei Rang 3, Rang 2 erforscht, echt. Okay, dann geht's weiter mit Rang 3. Das stimmt, die BF4 war ja schon. Der Focke Wulf wäre schon nice. 36, 26. Die Dos. Das wird auch noch so salzig werden. Machen wir einfach hier forschen. Gut. Forschen, forschen, forschen. Damit wäre die U fertig. Kaufen. 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 Auch nicht schlecht. Stimmt, die MEs sind wir, diese MCs sind wir das erste Mal geflogen. Fertig. Also. Ciao, hier, das sind die Amis und der Tech-Tree. Also wie du siehst, es geht von den ersten, naja, sagen wir mal, Zwischenkriegsjägern und Bombern bis runter zu Düsenjägern, die so... War das Vietnamkriegszeit? Korea, Vietnam. So um den Dreh rum. Wobei, da müssten auch Phantom sein, also eher Korea. Es gibt auch die B29, das Super Fortress. B17 Flying Fortress, ja, es gibt's alles. Bei den Deutschen das gleiche, wobei sie da dann halt im Prinzip, du kannst dann MiG und die Saber bei den Düsenjägern hinzugekommen. Sozusagen DDR und BRD. Viel Spaß, Atze, viel Spaß. Und jetzt ist das Spiel gecrashed. Nein, ist es nicht. Okay. Das sind die russischen Flugzeuge. Dann gibt es, wie gesagt, noch Großbritannien, Japan. Und Italien. Und es gibt außer bei Italien überall noch das sogenannte Heer, also wo dann Panzer. Sind dann auch die üblichen Verdächtigen aus dem Zweiten Weltkrieg, auch wieder bis zum. Wie gesagt, ich würde sagen, das ist Koreakrieg, aber also so 60er Jahre. Vietnam war Ende der 60er, glaube ich. Viel Spaß trotzdem dabei. Ich persönlich mag allerdings den Flugsimulator-Modus, allerdings auch, wie du richtig schon gesagt hast, hauptsächlich wegen der Oculus. Dann gucken wir mal, was an Schlachten übrig ist. Beziehungsweise, was ist denn gerade noch an aktiv? Dann machen wir den einfach mal noch scharf.
2046er, eins reicht noch. Was haben wir denn? Das hat gerade angefangen. Das läuft auch noch nicht so lange. Da könnte ich die Briten ein bisschen salzen, weil die muss ich hier mal aus dem Rang 1 rausbekommen. Wird wahrscheinlich relativ schnell vorbei sein bei der Anzahl von Spielern, die ich gerade gesehen habe. Und wie gesagt, alles free to play. Gut, ich habe jetzt einen Premium-Account. Das ist im Prinzip wie bei World of Tanks. Du kriegst schon halt ein paar mehr Credits. Und really? Boah, da hat man schon ein 1-3er Flugzeug und man muss trotzdem erst. Was macht der? Das Ding hat doch nicht mal Klappen. Winterplay. Nein, ist es wirklich nicht. Also das Balancing haben sie drauf, das musst du auch als Free-to-Play-Titel haben. Es gab mehrere Titel, die Winterplay gemacht haben, aber die sind ja in der Regel dann untergegangen, weil das geht nicht. Oh, ich vergesse immer, dass die Briten nach andersrum drehenden Motor haben. Das ist höchstens Pray to Win. Mit R. Aber definitiv. Da ist irgendwas mitten auf der Startbahn. Okay. Fahrwerk haben wir auch keins. Schön. Gas geben mit diesem Zwischenkriegs. Gut, so Doppeldecker darf man nicht unterschätzen. Das war immerhin der Grund, warum die Bismarck versenkt worden ist am Ende. Weil so ein Doppeldecker ein Torpedo abgelassen hat und der die am Heck erwischt hat. Was übrigens auch bald kommen soll, da sind sie jetzt in der Beta-Phase, sind die Boote. Es gibt hier auch schon Maps mit viel Wasser, also es gibt auch, wenn man die anderen Spielmodi spielt, gibt es auch welche, wo man ein Schiffchen abschießen muss mit Flugzeug. Also das gibt's schon alles. Ich bin gespannt, wie sie es vor uns umsetzen. Ja. Doppeldecker waren da vor allem auf den Flugzeugträgern noch recht beliebt. Hallo Schrippe, wie geht's dir? Was mich ein bisschen ärgert, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt bei Gaijin. Mit diesem Spiel, sie haben Panzer, sie haben Flugzeuge, sie haben im Prinzip schon KI-gesteuerte Schiffe, die jetzt bald auch von Spielern gesteuert werden sollen. Sie könnten hier wirklich, sie sitzen auf einem goldenen Ei, aber so das Finale fehlt ein bisschen. Und Schiffe. Das ist auch komisch, also bei den Missionen, es geht bis zum Flugzeugträger hoch eigentlich, also in den Missionen gibt es dann auch KI-gesteuerte Schlachtschiffe und so weiter und so fort.
Aber selbst steuern wollen sie wohl eher so in der Torpedoboot- bis Zerstörerklasse lassen. Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Warum sie das machen. Also, ich habe jetzt schon ein paar Berichte gelesen, die hörten sich nicht so berauschend an. Echt? So schlimm? Das ist das Schöne an diesem Simulationsmodus. Wenn hier jemand AFK rumhockt, dann fliegt er aus dem Spiel raus. Du hast, glaube ich, eine Minute, wo du nichts machen kannst. Oder zwei, wo du mal. Weil das, dieses Match würde jetzt rein theoretisch noch 2 Stunden gehen. Da kann es ja mal sein, dass man aufs Klo muss. Saturn Strike 4 habe ich auch noch auf der Liste für heute. Also wenn die Runde vorbei ist, kommt Saturn Strike 4 bei mir, weil ich habe mir das auch letzte Woche gekauft. Am 11. August kam es heraus. Da wollte ich es eigentlich schon spielen, aber dann durch die Arbeit noch nicht so richtig dazu gekommen. Also mehr als Tutorial habe ich da noch nicht gemacht. Das kommt nachher. Gut, dass du mich daran erinnerst. Wenn diese Runde hier vorbei ist, dann spiele ich Saturn Strike. Wobei ich sagen muss, ich habe vom Tutorial her so ein bisschen wieder das Gefühl, sie haben den Namen genommen, aber so richtig das Original Saturn Strike ist es nicht mehr. Aber das muss ich jetzt mal in den Campaign-Modus schauen. Also auch diese Idee mit den Generälen, die da sind, irgendwie ist mir die suspekt. Weil Saturn Strike hat sich ja dadurch gekennzeichnet, wer Saturn Strike nicht kennt, Zweiter Weltkrieg, Realtime-Strategie, also RTS-Spiel. Hat deswegen herausgestochen, weil es das erste war, was realistisch war. Also, realistisch im Sinne, bei Command & Conquer kann ein Infanterist mit dem MG einen Panzer kaputt machen. Das geht bei Saturn Strike nicht. Trimmung habe ich in dem Ding wahrscheinlich auch nicht. Doch, habe ich. Cool. Irgendwo voraus ist eine Fabrik, die ich bombardieren soll. Ja, wahrscheinlich muss ich dann noch über den Berg da drüber, oder? Seht ihr schon irgendwo eine Fabrik? Das da vielleicht?
bin ja fast auf. Lass mich raten, da am Hang. Ja, da am Hang. Gut versteckt, gut versteckt. Wow, 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 wow. Na, immerhin angekratzt. Es reicht aber immer noch nicht ansatzweise. Ach du Schande, willst du mich verarschen? Und zurück geht's. Ja, genau. Willkommen zurück, Vincent, erstmal. Und ja, Schrippe. Allerdings, was ich irritierend fand, ist zum Beispiel diese Fähigkeit von dem einen deutschen General, dass die Soldaten aus der Panzerluke rausgucken können. Das gehört für mich bei einem realistischen Strategiespiel als Grundding dazu. Das konnten die Kommandanten der Panzer machen, unabhängig vom General. Das ist so ein bisschen das, was mich, naja. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass sie sich nicht an Sutton Strike zu arg orientiert haben, weil Sutton Strike 3 war dann doch etwas zu schwer. Das war unmöglich zu schaffen. Das war zu realistisch. Da fragst du dich dann teilweise überhaupt, wie überhaupt irgendwann irgendjemand eine Schlacht gewinnen konnte. Das war abnormal. Genau, der Atze da, der war ganz böse, der war ganz, ganz böse. Könntest du mal geradeaus fliegen, du Scheißding? Atze hat noch gar nichts dazu gesagt, dass ich kein weißes oder schwarzes T-Shirt an habe. Fällt mir gerade ein dabei. Bis ich mit dem Scheißding angekommen bin oder wieder landen kann. Genug gesalzen, so schlimm.
Wow, 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 wow. Sind sie weg? Irgendwas haben sie mir kaputt geschossen. Es lenkt sich nicht mehr so einfach. Hallo Kork. Wunderschönen guten Abend. Reicht aber trotzdem, okay. Nein, das war nichts von dem frisch eingekauften, wo ich übrigens noch bei Zalando beschweren muss. Ich habe extra 4 Euro ausgegeben, dass das Paket gestern hätte kommen sollen. Und es kam natürlich nicht gestern. Das T-Shirt hat mir mein EVE Online Clan geschenkt damals, als wir uns in Freundschaft getrennt haben, weil die Leute alle, EVE Online frisst einfach zu viel Zeit. Und dann haben wir dann die Kooperation aufgelöst und haben sie mir das damals geschenkt, da war ich Korb. Wieder. Habe ich bekommen, als ich die in Bukarest vorletztes Jahr besucht habe. Na komm schon, nur noch ein paar Meter, nur noch ein paar Meter. Der Motor hält noch, der Motor hält noch. Ja. Das Geld bekomme ich zurück. Ich habe bloß den Verdacht, dass sie mir wahrscheinlich wieder so einen Gutschein aufs Auge drücken wollen. Und da sage ich dann nein. Hashtag Motor hält nicht mehr. Du mich auch. Für 5 Euro? Okay.
Alles gut, mal, du mich auch. Ja, ich komm schräg rein, ich komm schräg rein, ich komm schräg rein und meine Heckrude ist im Arsch. Echt ein Sprung. Es reicht echt nicht, um nochmal mit der Kiste fliegen. Also rechts oben seht ihr diese Fahrzeugpunkte. Und die braucht man, um eben diese anderen Flugzeuge fliegen zu können. Und ich verstehe nicht, warum wir für 1-3 in einem Einser. Egal. Die Landung hat auch keinen Dings bekommen. Na toll. Egal. Wie soll ich denn da die Flugzeuge leveln, die ich eigentlich leveln will, weil ich sie nicht fliegen darf, verdammte Scheiße. Was auch ein bisschen komisch ist, wir fliegen jetzt mal über das Schlachtfeld. Da werdet ihr sehen, dass da zwar Panzer zu sehen sind, allerdings nicht die, wo zu diesen Flugzeugen passen würden. Von daher brauche ich da erst gar nicht versuchen, mit meinem MG irgendwas zu erwischen. Ja, Panzer. Und Schiffchen.
Keine gute Kombi, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bäume sind auch okay. Nein, Bäume sind gar nicht okay. Bäume sind böse Pui. Das Problem an diesem Flugzeug, was ich gerade fliege, ist eigentlich auch, dass es eigentlich ein Marinebomber. Also daher auch der Name Swordfish. Nein! Ah, fuck. Verzogen. Na, bitte, na toll. Wie hilfreich. Warum hat er jetzt alle abgeworfen? Ich habe einen Bunker zerstört. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier.
Ich komme sowieso nicht mehr zurück, weil mein Motor hat's erwischt. Simulationsluftschlachten. Die könnte ich auch mal probieren, ja, da hast recht. Was ich dann an halten Konfrontation halt mag, ist, es gibt nicht dieses da Feind, du hier Clash. Ist Geschmackssache, gebe ich dir vollkommen recht, aber. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir mal den Gladiator. Die Punkte möchte ich jetzt schon noch mitnehmen. Zugmechaniker-Simulator, was ist das denn jetzt schon wieder? Was mir halt keinen Spaß macht, sind die realistischen. Da verhält sich. Genau, da ist schon eine BF unterwegs. Warum? Wie kann da eine Ver. Egal. Bei realistisch verhält sich der Joystick so ganz, ganz komisch. Also, da habe ich Abstürze, die sind nicht mehr feierlich. Jetzt versuche ich mir den Italiener zu holen. Das ist zwar so halber Kamikaze-Einsatz, aber mein Gott. Man kann es ja mal versuchen. Aber was macht hier eine BF-109? Fängt BF-109 nicht erst bei 2 an? Halt, nee, die E ist noch 1,7, stimmt. Zu hart für mich. Zis. Das dürfte die PBY sein. Yep.
Boah, verhält sich das Flugzeug scheiße. Boah, fliegt sich das. Das ist ein Doppeldecker, der fliegt sich wie ein Stein. Was ist das denn? Boah! Wow! Ah, okay. Hä? Muss er hin? Really? Du Vollpfosten musst du bloß nach oben abziehen. Ja, eine ganz leichte Fehlkonstruktion. Und das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Warum kann ich den nicht fliegen? Ich bin mit dem hier abgeschmiert und der hier ist mir gesperrt. Ich verstehe es nicht. Egal. Ein bisschen, aber nur minimal bremst er. Hier ist wieder so das typische Beispiel. Bombercockpits sind nicht fertig. Sehen absolut beschissen aus und haben Löcher in der Realität. Wow. Es war gerade grausam, der stand und ich konnte ihn nicht erwischen.
Der Fronthaube ist weg. Ist aus Glas. Deswegen sieht es optisch so aus, Schott. Da saß eigentlich einer im Beobachter drin, weil das auch zur Seeaufklärung verwendet worden ist. Warum sie da kein Geschütz reingebaut haben, weiß ich nicht. Deswegen diese Optik von... Eigentlich sollte trotzdem... Also diese Lücke zwischen Armaturenbrett und Dings dürfte trotzdem nicht sein. Aber das ist der Grund, warum man komplett durchschauen kann und nicht irgendwie das Hinterteil der Haube vorne sieht, weil der eine Glasfront hat. Ja, es fällt kaum auf. Kaum. Hallo. Der nickt immer bloß. Ich hab recht, oder? Seht ihr? Ich bin der beste Pilot der Welt. Da hat er kurz gezögert, aber dann doch zugestimmt. Ein italienischer Erdkampfflugzeug schießt eine PBY ab. Grausam. Die Italiener sind gerade ein bisschen arg overpowered. Wo haben wir denn überhaupt Geschütze? Wir haben nach unten... Haben wir echt plus oben diese Zwillingstürmchen? Und, ach, da unten. Da unten habt ihr es gesehen. Da, die da. Okay. Das auch. Muss die scheiß Flak denn schießen? So, wo ist das Bombenziel? Da drüben. Oh, ho, 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 ho. 1, 2, 5, 3, 7, willkommen im Stream. Ja, dass er hochkonzentriert guckt, das ist ja Unverschämtheit.
Echt? Das hat nicht gereicht. Ach, scheiße. Das hat tatsächlich nicht gereicht. Das hat nicht mal. Ah, fuck. Und mein MG vorne ist nicht stark genug, als dass es irgendwas ausrichten würde. Mit? Wo ist denn das Front-MG angebracht? Ach, da wo es rot ist, okay. Was in dem Level noch relativ gut geht, wenn mich jetzt nicht eine BF oder sonst irgendwas überrascht, mit den Geschützturm die Doppeldecker runterholen. Sozusagen einen auf Bomberjäger zu machen. Oder so. Vielleicht erwischen wir auch eine Haubitze. Gucken wir mal. Ob wir irgendwo ein leckeres Ziel finden. Kommt, da muss doch noch irgendwo irgendein Ziel sein, dass man. Irgendwo eine Haubitze oder sowas. Das sind Panzer, da brauche ich es gar nicht versuchen. Zumindest habe ich mal einen Kratzer reingemacht.
Ah, die kriege ich nicht mehr. Wow. Ich habe ein Flugzeug abgeschossen. Man ist gerade eben. Ich sag's doch. Das ist. Da lohnt sich so lange zu warten, bis kein. Ja, diese wunderschöne Querbalken. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Hui! Minotaurus! Willkommen im Stream. Danke für dein Follow. Uah. Jetzt gehe ich dann doch mal lieber zurück. Der unten ist näher. Das war gerade saudämlich von mir, da wollte ich gerade zu viel mit dem Ding eine Stuka abschießen. Das ist dämlich. Ich habe sie getroffen, aber sieh mich halt auch so, dass ich jetzt hier der rechte Motor, linke Motor ist komplett am Arsch. Kok. Kok. Ich muss es mal Kroll. Kolle. Kok. Danke für den Follow. Willkommen im Stream. Falls ich den Namen auch falsch ausspreche, das Fenster von mir im OBS ist so klein. Einfach kurz hier im Chat schreiben. Oh, das Ding vibriert, leckt die Welt am Arsch. Ich lasse mich doch nicht vom Stuka-Heckschützen abballern. Das geht doch nicht. Einfach kurz schreiben. Dann spreche ich den Namen auch noch mal richtig aus. Mit dem Flughafen, was? Wo ist denn der scheiß Flughafen? Da hinten. Ah, er hat sich retten können oder ist gerade abgeschmiert. Diese fetten Dinge runterzubringen, wenn sie angeschossen sind, ist gar nicht so einfach. Das ist immer recht kritisch. Vor allem, ihr seht ja, wie das Ding vibriert. Mm.
Bremsen. Ja, so durchlöchert sieht es gar nicht aus. Im Prinzip da ein schwarzes Loch im Flügel, ansonsten guter Motorquant halt, aber das müssen sie noch ändern. Die Heckschützen, die treffen aus Prinzip eigentlich fast immer direkt in den Motor. Und dann hast du verkackt. Yep, das würde ich jetzt als nächstes machen. Und diesmal nehme ich mal den Zieh-Gladiator. Der Gladiator war ja grausam gerade. Das war ja scheußlich. Die Hurricane, da fehlen mir, wie gesagt, leider noch Punkte. Da fehlen mir jetzt 20 Punkte. Scheiße. Wieso schießt unsere Flak? Auf irgendwas schießt unsere Flak. Auf dem vorderen, oder? Wie kann der das noch sch... Das sind zwei von der Sorte. Diese Doppeldecker, die fliegen, das ist grausam. Ja, und jetzt werde ich vom italienischen. Ja, hat es, aber wenn ich die jetzt ziehe. Oh.
Da, diese fuck Italiener. Das hat schon klappen, da hast du recht, die habe ich gerade vergessen zu ziehen. Aber gegen diese Drecks verfickten Scheißdrecks, Entschuldigung, italienischen Kampfflugzeug, das ist ein Erdkampfflugzeug. Entschuldige. Hast du keine Chance. Es ist... Ich meine, ich bekomme hier sogar Flak und... Ja, fucky fuck. Hast du ihn vor dir? Schießt das Heckgeschütz auf dich und der ist wendig wie ein Jäger. Fuck. Von da, BA-65, das ist ein Erdkampfflugzeug. Der kann kein Jäger runterholen, das geht nicht. Das geht nicht. Da, schaut's euch an, das ist ein Abkampfflugzeug. Flug des Scheiße nochmal. Breakdance Landung. Nein, ich versucht wieder zu starten. Das war im falschen Moment gestartet. So, und jetzt kann der mich mal kreuzweise. Jetzt habe ich eine Spitfire. Ja, die BA ist jetzt down, okay. Yep. Hurricane, ja. Entschuldigung, nicht Spitfire, Hurricane. Das ist auch so was, was mich in dem Spiel ein bisschen stört, ist, ja, die Spitfire, die Hurricane und so weiter. Wieso geht der Alarm nicht weg? Hier ist doch nichts. Waren alles sehr, sehr gute Kurvenjäger. Allerdings, diese Steigleistung, die sie hier im Verhältnis zur BF haben, unrealistisch für meinen Geschmack. Also normalerweise machst du ja mit den deutschen Jägern Boom and Zoom, also Höhe, Energiefight, runter, Geschwindigkeit, Vorbeiflug, Schuss absetzen, abhauen. Aber das schaffst du gegen die Spitfire nicht. Die Spitfire fliegt dir halt mal geschwind hinterher und das ist, oder die Hurricanes. Das ist eigentlich nicht realistisch, würde ich mal behaupten. Jetzt heißt es halt wieder Gegner suchen.
ärgert mich gerade, dass durch mein eigenes Versagen der Typ mit seinem italienischen Bla-Ding da noch einen Punkt bekommen hat. Hätte nicht sein müssen. Hätte absolut nicht sein müssen. Gegen die Doppeldecker, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das funktioniert in dem Rang noch. Sind es da hinten eigentlich? Ich bin da nie hingegangen. Sind es Flugzeuge oder was ist das da hinten? Ne, sind einfach nur Felsen, oder? Mami, wie immer, herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Bye bye. Tschüss, tschüss. Wer Mary nicht followed, followed Mary. Eine wunderschöne, bezaubernde Dame. Das habe ich gehört, lass das. Also followed der wunderschönen, bezaubernden Dame nicht. Ihr habt es ja gehört, nicht followen. Good night. Freund oder Feind? An der Position kein Flakbeschuss, das dürfte ein Freund sein. Ich guck trotzdem mal nach. Wenn ich mit Salvus Ceracus, ich weiß gar nicht, ob der heute da ist, fliege, oder auch mit Zuschauern, dann kann auch realistischer, privat oder wenn ich alleine fliege, nein. Wie gesagt, der Grund dafür ist, dass die Steuerung sich da komplett anders verhält und es mir da teilweise Flugzeuge verrissen hat in Situationen, wo ich sage, nein, das ist eigentlich, das geht so gar nicht. Das kann gar nicht sein. Auf was für eine Flak schießt hier eigentlich noch auf mich? Jetzt habe ich ihn verloren, oder? Ja, jetzt habe ich ihn verloren. Deswegen, wenn ich privat spiele oder im Stream alleine fliege, dann Simulationsmodus. Hat auch den Charme, auch wenn es jetzt hier diese kurzen, langweiligen Phasen hat. Die ein oder anderen Menschen sind ja auch da, um Fragen zu stellen, um sich ein bisschen zu unterhalten. Und gerade wenn man so eine Phase hat, wo man auf der Suche ist, kann man dann mal geschwind auf den Chat eingehen, während man das ja in dem realistischen Modus, da fliegt man, hat man die Phase, wo man hinfliegt, kämpft und vorbei. Also man hat im Prinzip eher so zwischen den Schlachten die Zeit dazu. Sind überhaupt noch Gegner da? Bäh, scheiße. Aber ich würde sagen, ich gucke jetzt, dass ich mit der Hurricane noch irgendwas erwische. Irgendwas von der Linse bekomme, wie da zum Beispiel geradeaus. Okay. Und dann gucken wir mal weiter. Das Visier von der Hurricane finde ich auch so ein bisschen. Naja. Schlecht. Wow, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Wow, der hat gerade einen Stall gemacht, um einen Turn hinzubekommen.
Respekt. Respekt, Respekt, Respekt. Das war schon ein... Manöver der höheren Klasse. Ach, fucken! Wacken, wollte ich sagen. Ich habe ihn verloren. Jetzt hat er es übertrieben und ist abgeschmiert. Scheiße. Aber Respekt. Ich krieg nicht mal Abschusshilfe dafür, verfluchte Scheiße. Aber wirklich Respekt vor dem Manöver. Das ist machbar, aber kein einfaches. Ja und nein. Also ich habe die Tasten belegt auf meinem Joystick. Da hat es genügend Tasten. Auch am Dings hat es noch Tasten am Schubcontroller. Seption kann es am besten mittlerweile beschreiben. Ich spiele normalerweise mit VR, wenn ich nicht streame. Ich kann mit VR aber nicht streamen, weil das Bild nicht anschaubar ist. Ich habe im Forum schon einen Beitrag dazu, bla bla bla. Es geht halt momentan nicht. Und mit VR, das Umschauen ist einfacher. Jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt hier mit dem Finger so rumgucke. Und dann gleichzeitig noch Motorkontrolle. Es ist also zu viel, was ich dann mache. Deswegen habe ich momentan manuelle auch. In dem Ranked reicht es noch. Ich bin am Üben privat, aber noch bin ich zu schlecht darin, als dass ich mir das vollautomatisch zutrauen, also automatisch zutrauen würde. Kann ich nicht. Ich habe es versucht, ich bin verzweifelt, ich habe es aufgegeben. Gerade wo ich die Abstürze im Realistischen hatte, hat Salvus dann auch gemeint, ja dann probier halt mal Maus und Tastatur. Uiuiuiuiuiuiui. Probier doch mal Maus und Tastatur, dann habe ich es probiert, es war grausam. Ich wollte bloß kurz gucken, ob mein Rücken frei ist. Es ist Übung. Ich habe zwar relativ wenige Flugzeuge, aber dadurch, dass ich im Prinzip andere Flugsimulationsspiele schon gespielt habe, ich bin jetzt keiner beim Besten, hast ja gerade gesehen, wie ich den nicht erwischt habe, erfolgreich. Es ist Übung. Gerade im Simulationsmodus, wenn man davor viel Arcade oder realistisch gespielt hat, es ist Übung, 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 Übung. Und dann freut man sich, wenn man schon den ersten Treffer gelandet hat. Und sich die Kill-Ratio nicht ganz total beschissen versaut. Normalerweise, wenn so wenig Spieler sind, vor allem bei Rang 1, kommt KI dazu, aber ich sehe hier noch keine.
Weil das sind viel zu wenig auf der Gegnerseite. Auf der Map verfliegt man sich dann na doch gern mal. Wer oder was bist du? Der Nimrod. Na toll. Oha! Wow! Wie hat der gerade die Kurve rüber geschafft, verdammte Scheiße, um mich noch anzukratzen? Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Spiegel ist auch unnütz, oder? Hä? Erschreckt mich doch nicht so. Schminkspiegel. Ja, so ungefähr. Wo ist die B von hin? Wow, der leckt die Welt am Arsch. Okay. Erwischt hat sie mich. In dem einen Vorbeiflug, wo sie da eigentlich parallel zu mir runtergeschossen ist. Ich weiß nicht, wie das dann überhaupt noch. Irgendwie verpasse ich hier gerade eine Schlacht unter mir, kann das sein?
Ich gehe mal kurz tanken. Mann, 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 Mann. Oh. Da habe ich schießen sehen. Wow. Ich sehe mal wieder nichts. Jetzt muss ich aber wirklich zurück zum Tanken. Warum zickt das Ding jetzt so? Wow! Wow, 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 wow. Aber mit den Briten muss ich wirklich noch üben. Wobei. Aber bei jedem anderen Nation würdest du jetzt schon abschmieren. Garantiert. So durchlöchert, wie das der Flügel ist. Aber dieses Flugzeug ist auch neu. Sprich, ich habe noch gar keine Module drin. Es merkt mir daran, ich gebe Vollschub und ich habe keinen extra Boost. Und der Motor reagiert relativ schnell, muss ich sagen. Also reagiert relativ schnell auf Schub. Das ist eine Hurricane.
Die sind auch, also die Flugmanöver, womit machen kannst, sind noch nicht schlecht. Und vor allem, dass der noch bei 144 km/h stabil ist und ich noch lenken kann, da wäre der Backstein BF schon längst abgeschmiert. Hopp, 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 hopp. Ja, passiert mir auch. Die sehen im ersten Moment sehen sie relativ ähnlich aus, erst wenn du das Draufprofil sehen würdest. Erkennt man einen deutlichen Unterschied. Wintermense ist Autohosting. You, thank you. Danke, danke, danke. Wer Cable Space Program mag, das Spiel, schaut bei Wintermense 13. Warte mal, ich schreibe mal. Was der mit Kerbal Space Program macht, also der hat da so einen Realistik-Mod und den Mod und die Scheiße und so weiter. Und hat, die haben auch, de, also in dem Chat, das Fachwissen, könnte man sagen, dazu. Also bei dem mal reinschauen, wer Kerbal Space Program mag. Bei mir lief es auch mal, lasst es mich so sagen, meine Start-Landerate war schlechter als hier. Vor allem die Startrate. Sind sie auch relativ gesehen. Das Flügelprofil bei der Spitfire ist etwa ist etwas, also die sind etwas breiter, dicker bei der Spitfire. Bewaffnung dürfte sogar fast gleich sein. Ja, deswegen auch die anderen Flügel. Ist die Hurricane nicht sogar gegen Ende vom Flugzeugträgern gestartet? Ich weiß es nicht mehr genau. Da qualmt was ganz Schönes. Ist die Frage, qualmt es freundlich oder feindlich? Really? What the... Ich glaube, ich werde hier gerade vom Doppeldecker verarscht.
Nein! Mann, 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 Mann. Es kann doch nicht wahr sein. Wie kommt ein verfickter Doppeldecker mir hinterher? Jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Wo ist er? Da. Ich freue mich auf den Tag, wo ich mit VR spielen kann. Wo mir so eine Scheiße nicht mehr passiert. Fuck off! Stimmt, die Sea Hurricane war's. Sowas passiert, wenn man. Jetzt soll ich wieder mit der Swordfish starten. Nein, das könnt ihr vergessen, das könnt ihr vergessen. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, damit ich runterkomme. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ich damit weitermachen soll. Oder Sudden Strike 4 oder RimWorld oder Factorio. 5 Minuten Pause, dann geht's weiter und ihr dürft entscheiden. Bis nachher.
Zottel, da bin ich wieder. Ich denke, wir machen Feierabend für heute. Aber hast du gesehen, die Seafire, da, Sea Hurricane, Spitfire, passt. Gladiator haben wir voll, das machen wir noch geschwind. Die haben wir voll, da kaufen wir noch die Spitfire. Qualifizieren. Ah, muss ich erst hochleveln, okay. Die Bellheim müsste eigentlich auch fertig sein, oder? Yep. Und die Hemden wahrscheinlich. Na, bei den Hemden fehlt noch ein bisschen was. Okay. Gut. Ich bedanke mich für die Follows. Ich bedanke mich. Oh, also Kamera habe ich jetzt vergessen. Entschuldigung. Kamera wieder. Kann ich machen? Da habe ich das letzte Mal gelernt, wenn man einen Neustart macht. Ja, schick die Einladung nochmal, weil dieses Ding hier ist verbuggt. Schick sie mir gleich. Hörnereis. Text weg. Bild weg. Wie du siehst, hier die Einladung. Wenn man die nicht gleich sieht, dann sind die immer gleich weg. Das ist mir schon beim letzten Mal passiert. Da hat auch einer gebeten, auch für Joystick-Einstellungen, und dann war der leider weg. Und ich habe das Spiel neu gestartet und leider ist immer noch hier leer, wie man sieht. Beziehungsweise du kannst mir auch, da ist er, annehmen, angenommen. Also wie gesagt, ich fliege auch gerne mal mit Zuschauern. Heute wollte ich ein bisschen alleine fliegen. Einfach gucken, wenn ich online bin, anschreiben, dann passt das. Im Prinzip sind hier fast alle aus dem Stream. Hier seht ihr einen Sepp. Salvus ist hier auch irgendwo. Wo ist er da? Aber ohne Korb werden die mittlerweile angezeigt, okay. Und dann fliegen wir auch mal untere Level oder Arkade oder sonst irgendwas. Das machen wir dann auch mal. Irgendwann im Laufe der nächsten Woche bin ich nur Montag und Dienstag da. Mittwoch geht's nach Köln. Da komme ich dann am Sonntag wieder. Ich denke mal, morgen gibt es noch einen Stream vom Training. Dienstag weiß ich noch nicht. Da feiere ich meinen Geburtstag nach. Also ich habe morgen Geburtstag. Da wird morgen nach dem Training gefeiert und am Dienstag mit Freunden gefeiert. Da weiß ich noch nicht, wie es mit Stream ausschaut. Dann bin ich, wie gesagt, auf der Gamescom. Und dann bin ich die Woche drauf wieder da. Und habe noch 2 Wochen Urlaub, wo wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel gestreamt wird. Ich bedanke mich nochmal für die Follows. Ich bedanke mich für die Hosts. Was war das jetzt für eine Meldung da unten? Irgendeine Meldung ist hier gerade aufgepoppt. Ich habe sie leider gerade nicht gesehen, weil ich gerade aus dem Fenster raus bin. Das Monster hat ein Heckgeschütz, das ist nicht mehr feierlich. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, das zu fliegen. Nach vorne ist kein Turret, oder? Das ist starr, glaube ich. Ne, das ist eine Kanzel. Ist das echt eine Kanzel? Okay. Aber nach unten hat das Ding halt nichts. Das ist so ein bisschen das Risiko an dem Ding. Nach unten hat es keine Geschütze.